Wusstest du eigentlich, dass es vier Bindungstypen gibt, die sich extrem auf deine Beziehungsfähigkeit auswirken? Hier eine Kurzform. Der erste ist der sichere Bindungstyp. Sichere Bindungstypen haben ein in der Regel sehr gut ausgeprägtes Urvertrauen. Sie sind sehr souverän in emotional auch stressigen Situationen und haben auch ein sehr hohes Empathievermögen. Sie können gut auf andere Menschen eingehen, halten auch länger Beziehungen und können auch auf andere Menschen, die weniger ausgeglichen sind, gut eingehen. Punkt Nummer zwei, der unsicher ambivalente Bindungstyp. Er hat in der eigenen Kindheit meistens eher wechselseitige Beziehungen mitbekommen, so nach dem Motto, ich liebe dich, ich hasse dich. Menschen mit einer ambivalenten Bindung tendieren dazu, eher mit Attacke unter Stress zu reagieren. Punkt Nummer drei ist der unsicher vermeidende Bindungstyp. Wie der Name schon sagt, vermeiden diese Leute sehr viel. Sie wurden in der eigenen Kindheit nicht wirklich gesehen und haben dadurch eine Pseudo-Selbstständigkeit entwickelt. Es sind eher konfliktscheue Menschen, die nicht wirklich auffallen. Und viertens der desorganisierte Bindungstyp, auch gleichzusetzen mit einer Bindungsstörung. Das sind Menschen, die schon meistens eher eine psychische, schwerere Erkrankung haben, generell große Probleme haben, in Beziehung zu treten mit anderen Menschen. Davon sind aber nur 1% der Menschen betroffen. Für das Ganze gibt es auch eine aufwendige Diagnostik, die von Experten durchgeführt wird. Aber wenn du wissen willst, wozu du tendierst und wie du daran arbeiten kannst, sicherer in der Bindung zu werden, dann melde dich gerne bei uns. Bis zum nächsten Mal, macht's gut!